Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal mit den schönsten Menschen der Welt. Freunde, ich freue mich sehr drauf. Wir geben uns noch eine Single, die passend zum Album-Release von Gespaltene Persönlichkeit rausgekommen ist, und zwar Traum von Plex. Ich bin sehr gespannt auf das Ding. Der letzte Track, ja, von Plex und Jack zusammen dann quasi, hat mir ultra gut gefallen. Da habe ich ja auch schon gesagt, ey, er hat so viele Möglichkeiten jetzt, wie er was umsetzen kann. Und dieses Album ist der perfekte Beweis dafür mit den Tracks, die da drauf sind. Wir geben uns jetzt quasi einen Solo-Track von Plex. Ich freue mich drauf. Traum heißt er, wie gesagt. Und wir geben uns noch das Outro vom Album. Da hat er auch nochmal gesagt, da habe ich nochmal eine kleine Zeile bekommen, beziehungsweise werde ich da in irgendeiner Art und Weise erwähnt. Ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Das heißt, es wird die nächsten Tage auch noch dann eine Reaction zu dem Outro geben. Und ja, Link zum Album an sich ist aber in der Beschreibung. Hört gerne mal rein, supportet gerne. Und dann geben wir uns jetzt von Plex Traum. Ich bin sehr gespannt. Ey, seit langer Zeit ein Solo-Song von Perplex. Beziehungsweise jetzt Plex halt nur noch, aber da werde ich ja schon fast perplex. Lange her. Wann war es das letzte Mal denn wahrscheinlich? Was das letzte Mal? JBB. JBB haben wir uns das letzte Mal gegeben. 2015, glaube ich, war es, ne? Schöner Mann, muss man immer noch sagen. Schöner Mann. Bart. Okay. Junge, Video auch einfach kurz, keine Ahnung hier. Wie heißt denn der? Wie heißt denn der von Avatar, Mann? Der Avatar-Director. James Cameron engagiert hier, oder was? Mir geht es schlecht, der liegt wieder auf dem Tisch, der... Boah, okay, das ist nice. Hier die Jack von Crack-Maske. Teufel, für ein bisschen Freude reicht das Gift für heute. Und ich puste den Rauch raus, John Player Staubrausch. Rauf auf der Couch und vergiss die Träume. Ich verzocke das Geld, das ich eigentlich... Wolfgang Petri, Junge, die lebende Legende. Der lebt noch, oder? Doch, Wolfgang Petri, oder? Ich hoffe, auf jeden Fall Legende, so oder so. Hier schön, Jägermeister, rein damit, Junge. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Stimmlage sehr angenehm bei Plex. Mag ich gerne diese tiefe, aber halt nicht so tiefe, kratzige wie Jack, sondern diese... tiefe, schöne Stimmlage, mag ich gerne. Vergiss die Träume, ich verzocke das Geld, das ich eigentlich gar nicht habe. Schulden überall sind nur ein Teil meiner Narbe. Weiß ist die Farbe des Staubs auf der CD. Ich höre draußen Regen, hab keinen Bock aufzustehen. Hab keinen Bock rauszugehen, keinen Bock was aufzunehmen. Kann mittlerweile keine Mensch mehr in die Augen sehen. Boah, Junge, das hat diese Vibes von World Dixon, dem Album, wisst ihr? So ein bisschen, da sind auch ein, zwei Tracks drauf, wo er so über Spielsucht redet und Depressionen und so ein bisschen. Das hat gerade diese Vibes, so dieses sehr persönliche mag ich immer sehr gerne. Kein Bock rauszugehen, kein Bock was aufzunehmen, kann mittlerweile keine Mensch mehr in die Augen sehen. M-Rox ist ja auch am Start, Junge, das ist M-Rox, Bruder. M-Rox habe ich nie kennengelernt, leider, aber M-Rox immer früher auf Instagram, Digga, Voicemails ausgetauscht. Korrekter Dude. Mal einem 10-Minuten-Tag, das Tasch bin zu verklatscht. Heute Nacht wird bestimmt wieder kein Auge zugemacht und ich gebe mir noch zwei. Zocke Platin Casino. Der große Gewinn kommt gleich, aber sie holt mich ein, die Realität. Doch wenn ich's merke, ist alles zu spät. Warum weckt mich niemand auf? Oh, und jetzt Jack ist in der Hook noch zu hören. Das ist halt geil, das liebe ich, Junge. Das ist halt das, was ich auch zu ihm meinte, dass er so viele Möglichkeiten hat an Solo-Tracks, an er macht die Hook, er macht die Hook, er macht den ersten Part, er den zweiten, einfach er nur in den Adlibs oder so. Das ist nice, Mann. Und bis jetzt, Thematik her, finde ich geil, sehr persönlich, sehr... sehr, sehr großen Respekt auch immer, wenn man sowas offen sagt, zugibt und so. Kommt sehr geil, kommt sehr, sehr geil bis jetzt. Und mich an die Realität, doch wenn ich's merke, ist alles zu spät. Warum weckt mich niemand auf? Bin am Verzweifeln, das Leben für mich so ein schrecklicher Traum. Junge, da scheißt halt gerade jemand, da ist halt gerade jemand scheißen hier. Ich sag's, wie es ist, da ist einfach jemand. Tür auf, Hose runter, rein damit, Digga. Ich kann nicht weinen, noch ständig bedrängt von den Ängsten im Rausch. Die Kerzen scheinen, doch ich weiß genau, sie gehen letztendlich aus. Hol mich endlich hier raus, bitte weck mich auf. Ja. Mitten in der Nacht schon. Das finde ich ehrlich ultra gut von der Thematik her, muss ich sagen. Auch wie er sagt, bitte holt mich raus aus diesem Traum und all die Drogen, die Spielsucht, Süchte an sich und so. Bring einen immer in diesen Traum. Und dann sagt er so, wer holt mich raus aus diesem Traum, aus diesem nicht realen Zustand? Ich muss mal wieder klarkommen und mit nüchternen Augen alles hier betrachten.
geiler Track bis jetzt, no joke. Verschmiert wie Tapetenkleister, doch ich lege. Da haben wir auch wieder die Vergleiche, die Plex-Vergleiche. Ich lieb's doch. Augen verschmiert wie Tapetenkleister. Yeah. In der Nacht schon verschmiert wie Tapetenkleister. Doch ich lege weiter auf dem Tisch die Jägermeister. Und ich kräme den Stoff zu tief gefallen ins Loch. Der Augenblick, wenn man an den eigenen Fehlern scheitert. Nichts mit dem Hype, ich ficke diesen Scheiß und warte die ganze Zeit auf das Mittel, das mich heilt. Junge, auch ehrlich, der Moment, wenn man an den eigenen Fehlern scheitert und er dann sagt, nichts mit dem Hype, so. Digga, das ist... Also ich textlich gesehen so ein geiler Song bis jetzt, so, weil es einfach so dieser tiefste Einblick in sein Innerstes ist. Und sowas mag ich halt immer unfassbar gerne. Das ist saugut umgesetzt bis jetzt. Mondscheinlicht durch die Jalousie, ich brauch eine Aspirin. Kokstein blitzt und die Karte liegt. Fahre Ski, jeden Tag besucht mich der Koks-Ticker. Todsicher lieg ich todsicher bald im Wohnzimmer. Gieß nochmal nach, denn ich liebe die Gefahr. 10 Minuten später lieg ich auf dem Fliesen im Bad. Alles im Arsch, ich komme nicht aus diesem Kreislauf. Scheiß drauf, ich setz mich kurz hin und schreib's auf. Keiner, der mir helfen kann, da muss ich alleine durch. Doch ich bleibe stark, zeige keine Furcht. Warum weckt mich niemand auf? Bin am Verzweifeln, das Leben für mich so ein schrecklicher Traum. Ich kann nicht weinen, noch ständig. Oh, Junge, weg damit. Von den Ängsten im Rausch. Junge, ich sag's wie es ist, ich ekel mich sehr doll vor Spinnen, Digga. So große Spinnen, die so krabbeln und so. Nee. Ich ekel mich, Junge, ich hab eine Gänsehaut, eine eklige Gänsehaut gerade. Oh, es krabbelt schon an meinem Körper jetzt. Digga, bitte. Einmal müssen wir einer Meinung sein. Oh, ich hab immer noch Gänsehaut, Digga, okay. Einmal bitte alle in den Kommentaren schreiben, Spinnen, ja, nein, vielleicht, weg damit, oh, nee, schnell weg damit. Die Kerzen scheinen noch, ich weiß genau, sie gehen letztendlich aus, oh. Hol mich endlich hier raus, bitte weck mich auf, ja. Digga, geile Szene am Ende auch, wie er jetzt so aufwacht quasi, aus seinem Traum. Digga, ehrlich, wow, ehrlich, schöner Mann. Also wirklich, Maschallah. Gespaltene Persönlichkeit, out now, ey. Gebt euch das Ding bitte auf allen möglichen Streaming-Sachen und wir werden uns, wie gesagt, das Outro auch noch zusammengeben. Freue ich mich drauf. Junge, der Track hat mich unfassbar doll abgeholt, muss ich sagen. Also ich fand den letzten Track ja auch schon stark. Aber dass der mich so doll abholt, dieser Song, hätte ich im Leben nicht gedacht. Gute Auswahl noch für eine Single als Auskopplung, muss ich sagen. Krass, sehr persönlich, sehr, sehr, auch so ein Song, der einem so zum Nachdenken sogar anregt. Geiler Inhalt und, keine Ahnung, ich mag die Entwicklung von ihm unfassbar gerne, muss ich sagen. Also unfassbar geile Entwicklung und, ich hab Bock auf das Album jetzt. Ich sag's, wie es ist, wir werden uns auf jeden Fall gleich noch das Auto zusammengeben, wie gesagt. Und dann lasst mir gerne mal eure Meinung zum Track in den Kommentaren da und ob es euch ähnlich gecatcht hat irgendwie. Ich weiß nicht, das Video war eine 10 von 10, das wurde super gut umgesetzt, textlich war es nice. Das Ende mit dem Aufwachen, das hat alles gepasst, das hat alles gestimmt. Ich bin sehr happy damit, ich sag's wie es ist. Lasst mal eure Meinung in den Kommentaren da, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer und